Ich bin's Finn und ich habe heute für euch die besten Fortnite-Controller-Settings und Keybinds. Aber aufgepasst, du hast die Chance im gesamten Video kleine Tie-Ties zu finden. Also pass genau auf, such sie dir und schreib mir die gesamte Anzahl von den ganzen Tie-Ties auf meinem Instagram-Account. Ihr wisst ja, Teamplay ist in meiner Community richtig wichtig und falls ihr das unterstützt, dann kommentiert einfach mal direkt in die Kommentare eine Fake-Zahl, damit die anderen Leute nicht direkt draufkommen. Damit nur die aktivsten von euch dann auch eine Chance haben, von mir mit einem exklusiven Skin beschenkt zu werden. Ach, und in diesem Video habe ich auch einige Secret Settings, von denen du noch nie gehört hast und die du auf gar keinen Fall verpassen darfst. Das kann ich dir versprechen. Also bleib dran. Du hast heute nämlich die Chance, deinen Skill in Fortnite auf das nächste Level zu bringen. Schalte einfach nach diesem Video deine Konsole an, starte Fortnite und dann ändere diese Einstellungen sofort. Lass uns jetzt aber direkt mal anfangen. Bereits im zweiten Reiter findest du bereits schon die Einstellung bearbeiten, beim Loslassen bestätigen. Pass wirklich drauf auf, dass Edit on Release bei dir aktiviert ist. Das macht dich nämlich dann auch zum Edit Pro, weil du dann nicht immer eine Taste extra drücken musst, um deinen Edit dann zu bestätigen. Das verschafft dir nämlich dann enorm viel Zeit. Und wenn du das umgestellt hast, kannst du deine Gegner jedes, wirklich jedes Mal outplayen. Und die Einstellung dort drüber aktivierst du ebenfalls. Denn sonst musst du immer, wenn du irgendwas baust, wie eine Treppe oder eine Wand, eine Taste extra drücken. Aber wenn du so schlau bist und meinen Ratschlägen befolgst, dann kannst du einfach eine Taste gedrückt halten. Jetzt würde ich auch schon sagen, springen wir direkt mal in die Controller-Settings. Bleib wirklich dran. Das werden nämlich für dich die wichtigsten Einstellungen in Fortnite sein, damit du da draußen besser werden kannst. Weil normalerweise dauert es wirklich Wochen, Tage lang, bis man seine perfekten Sensibilitätseinstellungen in Fortnite gefunden hat. Extra für euch da draußen habe ich mich wirklich wochenlang hingesetzt, um für euch da draußen die Arbeit zu übernehmen und wirklich für euch die besten Sensibilitätseinstellungen zu finden. Lasst uns also direkt mal loslegen. Die erste Einstellung, die du ganz oben sehen kannst, heißt wirklich automatisches Laufen. Ganz, ganz wichtig ist, dass du diese Einstellung zu 100% aktivierst. Damit hast du null Nachteile und einfach so viele Vorteile. Das wirst du sehen. Die Vibration stellst du auch auf aus, weil bestimmt hast du schon mal gemerkt, dass du beim Aimen wirklich Probleme hast, weil zum Beispiel dein Finger durch die Vibration von deinem Controller-Stick gerutscht ist. Und das ist allein schon ein riesengroßes Problem. Du brauchst nämlich die ganze Kontrolle über deinen Controller-Stick, um wirklich jeden Schuss zu treffen und letztendlich dann auch so gut aimen zu können wie ein Profispieler. Wenn du da draußen dann noch besser werden möchtest, um zum Beispiel dann auch sogar noch Preisgelder in bestimmten Turnieren zu gewinnen, dann brauchst du noch die richtige Sensi für dich. Denn wenn du die nicht hast, dann wirst du auch nie besser. Stell auf alle Fälle die vertikale Umsehgeschwindigkeit ein wenig geringer ein als die horizontale. Weshalb und warum erkläre ich dir jetzt. Wenn du da draußen nämlich deinen Controller-Stick von oben nach unten bewegst, dann merkst du schnell, dass du an deine Grenzen stößt. Du kannst dich nämlich nur von unten nach oben um 180 Grad drehen. Und horizontal bedeutet eigentlich genau das Gegenteil. Das heißt, wenn du wirklich deinen Controller-Stick von links nach rechts drückst und dich somit im Kreis drehst, das sind ja 360 Grad. Das heißt, genau das Doppelte. Aus diesem Grund solltet ihr die vertikale Umsehgeschwindigkeit ein wenig geringer einstellen als die horizontale. Aber aufgepasst, behalte so einen Richtwert zwischen 5 bis 10% im Hinterkopf, also die horizontale Umsehgeschwindigkeit soll so 5 bis 10% höher sein als die vertikale. Das wissen nämlich nicht viele Fortnite-Spieler und du bist wirklich mit der Einzige, wenn du dieses Video hier schaust. Das heißt, du hast enorme Vorteile dann gegenüber deinen Gegnern. Und alleine das wird dir dabei weiterhelfen, deine Skills extrem zu verbessern. Das war aber noch längst nicht alles, denn es gibt noch ganz wichtige Faktoren wie den Multiplikator für den Bau- und Bearbeitungsmodus, von dem du dann auch auf alle Fälle schon mal gehört haben solltest. Stell dort einfach am besten einen Wert so zwischen 2 bis 2,3 ein. Das ist so ein Wert, daran richten sich einfach auch viele Profispieler. Achtung, hast du da draußen schon mal von exponentiell und linear gehört? Das sind mit Abstand die wichtigsten Einstellungen in ganz Fortnite. Ohne mich würdest du jetzt vor einem der wichtigsten Entscheidungen in deiner ganzen Fortnite-Karriere stehen. Damit ihr da draußen euch nicht über das ganze Thema den Kopf zerbrechen müsst, habt ihr mich ja, weil ich nehme euch lieben gerne die Entscheidung ab. Probier einfach als allererstes mal linear aus. Das wird dich auf alle Fälle schon mal verbessern. Wenn du nach ein paar Monaten wirklich noch keine Fortschritte merkst, kannst du ja mal vielleicht zu exponentiell wechseln und mit dieser Einstellung dein Glück versuchen. Ich verspreche dir jetzt hier schon mal direkt im Video, dass du mit linear zu 99,9% deine Mechanics verbessern kannst. Hin und wieder sieht ihr in den Controller-Einstellungen die Einstellung Boost. Die gesamten Boost-Settings solltet ihr auf 0% stellen. Die bringen dir nur unnötig viele Nachteile. Weil wenn ihr diese aktiviert habt, dann werdet ihr in Fortnite gar keinen Schuss mehr treffen und nur noch sterben. Weil ihr müsst euch einfach mal vorstellen, dieser Boost boostet natürlich auch immer eure Sensi, je nachdem in welche Ecke ihr zum Beispiel mit eurem Stick drückt. Also stell wirklich sicher, diese Einstellung deaktiviert zu haben. Ihr wisst ja, Freunde, ich bin ein riesengroßer Fan für eine relativ hohe Sensi für Controller-Spieler. Allerdings empfehle ich dir das nicht für die vertikale und horizontale Umsehgeschwindigkeit im Zielvisier zu übernehmen. Und damit, Freunde, sind wir schon bei der nächsten Einstellung. Denn die horizontale
horizontale und die vertikale Umsehgeschwindigkeit im Zielvisier solltet ihr so gering halten, wie es nur geht. Damit bekommt ihr dann das bestmöglichste Aim in Fortnite. Zu gering sollte sie aber auch nicht sein, weil ihr auch noch mit euren Gegnern in Fortnite mithalten müsst. Jetzt hast du schon mal für dich die perfekten Settings gefunden. Aber stopp, jetzt gleich weißt du auch noch sogar, was für dich die optimalsten Keybinds sind. Weil gleich werde ich euch noch die wichtigsten Keybinds nennen, die ihr direkt nach diesem Video umstellen solltet. Also stell wirklich sicher, dran zu bleiben. Ihr fragt euch jetzt, warum wird jetzt hier in der Mitte des Bildes ein Fortnite-Controller angezeigt? Das hast du in meinem letzten Video erfahren. Warum du bei der Controller-Plattform nicht PlayStation 4 oder Xbox One ausgewählt haben solltest, sondern einfach nur Standard. Video kann ich euch dazu hier oben mal verlinken. Denn damit bekommst du einfach schneller und konstantere Edits in Fortnite und sogar ein besseres Aim. Um die optimalsten Keybinds für dich herauszufinden, müssen wir auch erstmal wissen, was die wichtigsten Aktionen oder die wichtigsten Aktivitäten in Fortnite sind, die man so in einer Runde macht. Für mich und für viele andere Fortnite-Spieler sind die wichtigsten Aktivitäten in Fortnite Modus wechseln, springen und editieren. In Fortnite in einer Solo-Runde wechselt man ja wirklich jede Sekunde teilweise den Modus. Außerdem gehört ja auch das Editieren zu den wirklich wichtigsten und entscheidendsten Skills in Fortnite, die du haben musst. In jeder Season wird ja auch das Boxfighten immer wichtiger. Und zum Boxfighten musst du auch richtig gut editieren können, um dann deine Gegner zum Beispiel auch outplayen zu können. Und das Springen muss ja auch auf eine richtig gute Taste gelegt werden, weil du ja in jedem 90 springst. Deswegen müssen wir auf die drei Aktionen unser Augenmerk legen. Jetzt weißt du also schon die drei wichtigsten Aktionen in Fortnite. Sicherlich möchtest du jetzt dazu auch noch die passenden Keybinds wissen. Viele Profispieler sprechen von der Taste L3, denn für Non-Claw und auch für Claw-Spieler ist die Taste L3 wirklich sehr, sehr, sehr gut. Diese Taste kannst du nämlich jederzeit drücken und du musst noch nicht mal deinen Finger vom Laufenstick wegnehmen. Das heißt, du kannst sicher gehen, dass du beim Laufen auch den Modus jederzeit wechseln kannst, ohne dass du nicht mehr läufst. Schauen wir uns einfach mal die Taste R3 an. Hier kannst du nämlich genau den gleichen Vorteil bemerken. Wenn du beispielsweise bestimmte Aktivitäten auf die Taste R3 legst, kannst du diese immer ausführen, obwohl du noch nicht mal irgendwie deinen Finger von anderen Sticks wegnehmen musst. Diese Taste kannst du dann mit der Aktion Springen oder Editieren belegen. Nehmen wir mal an, du belegst R3 dann mit Springen, was meiner Ansicht nach noch sinnvoller ist. Dann haben wir ja nur noch die Aktion Editieren, die wir belegen müssen. Und hier kann ich dir empfehlen, dass du auf deinem Touchpad editierst. Das heißt, auf diesem Touchpad hier editierst du dann. Ehrlich gesagt editieren ein Großteil von Claw-Spielern auf dem Touchpad, aber auch als Non-Claw-Spieler wirst du keine Probleme bemerken, wenn du da draußen auf dem Touchpad editierst. Als nächstes kommen wir nochmal zur Todzone. Stell links eine Todzone von 0,16 ein und rechts sollte sie so gering sein, wie es nur geht, um einen möglichen Input-Delay auszuschließen. Deswegen zieh den Anzeigenbalken auf ganz links. Das waren jetzt wirklich die wichtigsten und entscheidendsten Einstellungen, die du direkt umändern solltest, wenn du das nächste Mal Fortnite spielst. Aber noch ein kleiner Tipp, trage am besten davor noch meinen Creator-Code Tymatic ein. Denn ich habe von so vielen Fortnite-Spielern schon gehört, dass wenn sie meinen Creator-Code eingetragen haben, dass sie einfach ihren Skill auf das nächste Level gebracht haben. Wenn ich dir heute mit den ganzen Settings auch weiterhelfen konnte, dann abonniere doch jetzt nochmal meinen Kanal, falls du es nicht vorher schon getan hast. In diesem Sinne bedanke ich mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Haut da rein, lass es sein, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, peace. Time to run it all.